Hallo, hallo, hallo. Hallöchen. Und da sind wir wieder in King's Quest 3. Erben ist menschlich. Ja. So heißt es. Ich habe noch die Steine im Kopf. Oh. Snaggletooth. Okay, er schläft. Er schläft, legt sich hin und schläft. Das heißt, wir können weggehen, ne? Okay, dann machen wir das mal. Wir gehen in the town. Oh, ich bin schon wieder angespannt. So, Timer ist echt nicht schön. Es ist noch grün, es ist alles gut. Hat sich gerade das Ding gelegt. Let's go to the town. Den Piepmatz haben wir eigentlich beruhigt. Der hat ja erst gegessen, ne? So. Ja. Nein. Gut. Ja, ja, ja. Gut. Immer das ist so schön bescheuert, dass du dann wirklich geradeaus läufst. Es ist halt nicht der Klügste. Was willst du denn? Er befolgt Befehle. Auf dem geraden Weg. Auf dem sehr geraden Weg. Genau. So richtig mit dem Ideal gezogen. Richtig. Am besten auch wieder am Rand gehen. Boah, ist das ein langer Weg. Die Vögel zwitschern. Es ist ganz gemütlich. Ich wette, wenn wir wieder unten sind, ist es schon wieder gelb. Du bist wieder zurück. Und wo sind wir jetzt? Das ist ein kleiner Weg. Bewegt vor sich hin. Den Weg einfach mal lang? Ich würde sagen, wir gehen den Weg lang, oder? Gucken wir mal, wo wir rauskommen. Ein Häuschen. Schau. Das ist ein Blümchen. Kann ich die pflücken? Ja. Wir nehmen Erde. Boden mit. Ah, das ist schon wieder so ein sauber Ingredienz. Auf jeden Fall verstoppen nachher. Stecken. Oh. Keine Antwort. Aber die Tür öffnet sich. Da sind drei. Oh, guck das Gemälde an oben. Oh, die habe ich ganz vergessen. Das sind die drei Bären. Okay, dann nehmen wir mal hier den Brei. Der ist viel zu heiß. Ja. Genau richtig, also nimmst du es mit. Dann ist der andere wahrscheinlich zu kalt. Aber ich verplempere mal keine Zeit. Mal gucken, ob er zu kalt ist. You taste the porridge and decide that this bowl of porridge is too cold. Okay, was ist das da für ein Ding? Gehen. Cheery flames crackle in the fireplace. Nee, da ist nichts. Okay, ich dachte, man kann hier diesen Topf nehmen. Okay, dann gehen wir mal hoch. Wir dürfen es nicht erwischen lassen, ne? Erinnert dich an das Goldilocks und so. Hm. Da ist ein Schrank hinten. Gucken wir mal rein. Also nicht irgendwie ein bisschen. Was ist das? Hm. Ja, das ist ganz praktisch. Wie heißt das Fingerhut? Genau. Okay, was ist das? Ein kleines Fläschchen. Das kann man da nichts nehmen. Okay. Mit den Betten bringt uns ja nichts. Ich finde das nur ein bisschen eigenartig, dass die Bären einen Bär am Kamin hängen haben. Ja, aber das ist ein. Nicht schlafen! Du verplemperst Zeit! Oh Gott, das war dumm, das war dumm. Das war richtig dumm. Nein! Warum? Da kommt Papa Bär. Oh, das geht nicht gut aus. Oh nein, Papa Bär hat dich gefunden. In Babybärs Bett. Ja, und jetzt? Jetzt wirst du gegessen. Ich hoffe doch mal nicht. Ja, bleib draußen aus unserem Haus, Mensch. Kannst du noch was mit Haben wir noch so ein Zeug? Ja, wir haben noch so ein Zeug. Kannst du noch mit der Schüssel irgendwie was aufnehmen von dem Boden da vorne? Oder mit dem Fingerhut? Keine Ahnung. Wieso mit dem Fingerhut? Weiß ich nicht. Darum, siehst du? You move from flower to flower, repeating the process until your thimble is brimming with dew. Mit Tau. Ah. Wir haben Tau aufgehoben. Ah, da kannst du bestimmt Sand holen. Da sind Bienen und Honig. Ja, erstmal Sand.
Ich würde dann nochmal zurückgehen. Und hier verlaufen. Kannst du einfach ein bisschen Sand nehmen? These two are certainly unsavory rogues. Ups. They look like they'd rob you blind. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Dann lauf doch nicht in die Mitte. Okay. Nimm da mal was. Was ist denn das? Das sind Eicheln. Perfekt. Nimm auch nicht. Und noch ein bisschen Sand, bitte. The fallen acorns looking for dried ones. You eventually find three dried acorns and take them with you. Drei getrocknete Eicheln mit. Kannst du was da nehmen? Sand? Du willst Sand. Du willst unbedingt Sand. Ja, ich will Sand. You scoop up a small handful of sand. Okay, jetzt haben wir Sand. Glücklich? Ja, ich würde noch ein bisschen nach rechts laufen, oder? Weil ich glaube, nach Norden sind ja nur die Berge. Oh, oh, wir müssen zurück. Oh, es ist gelb geworden. Zurück. Schnell zurück, bevor Menennen wach wird. Menennen. Oh, ich bin schon angespannt. Oh, aber das schaffen, das alles auch nur zu verstecken. Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Oh, geht halt auch so lahm, ne? Und du musstest ja noch schlafen. Warum musstest du schlafen? Ich war halt ein bisschen müde. Und das Bettchen sah so gemütlich aus. Und es hatte genau die richtige Größe. Das war die Babybärgröße. Ja, aber ein Babybär ist genau von der Größe richtig, genau richtig für einen Gwydion. Gwydion, ich muss auch kurz überlegen, wie er heißt. Ich wollte schon wieder Graham sagen. Eigentlich heißt er Alexander. Gwydion. So. Schnell rein da. Komm, komm. Jetzt noch hoch, ne? Bevor der alte Sack wach wird. Hoch in unser Zimmerchen. Oh. Und dann auch die Sachen verstecken. Ach komm! Nicht doppelklicken! Alter, wir haben ja Falter. Wieder blau schimmernde Sachen. Die müssen wir noch verstoppen. Er schläft noch, guck. Ja, ich seh's, ich seh's. Oh, schnell, schnell. Inventar. Drunter damit. Sand weg. Okay. Was haben wir noch? Noch drei. Das ist noch gelb. Alles okay. Und dann schlägst du dich einfach wieder zum Schlafen hin. Runter damit. Oh. Und hinlegen und schlafen. War sonst noch was? Nee. Nee, gut. Dann. Wollen wir mal tauschen? Willst du tauschen? Ja. Das ist mir viel zu aufregend. Ah, wir haben viel hingekriegt jetzt in der Zeit, oder? Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Richtig viele Sachen gefunden. Okay, ich hab's mir bequem gemacht. So, wann kommt der? Oft wünschst du dir, du könntest in eine Höhle, in ein Loch kriechen und verschwinden. Ja. Du musst wahrscheinlich wieder raus. Muss ich. Ja, Opa wird gleich wach. Da ist er. I am ravenous. Fix me something immediately. Ich verhungere oder was? Jetzt gib mir schnell was. Das hat doch Ravenous, ne? Von wegen. Mhm. Ich hab Bock, was zu essen. Dann fixen, Marmor. Das war saarländisch. Entschuldigung. Is impatiently waiting for his food. His stomach rumbles as he drums his gnarled fingers on the table. Er klopft wieder nervös auf dem Tisch und hungrig. Wir sollten ihn besser schnell füttern. Oder es gibt schreckliche Konsequenzen für uns. Dann geben wir ihm doch mal ein bisschen Obst. Vitamine. Mal gucken, ob er will. Mampf, 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 Mampf. Entscheidend ist es okay. Sollen wir mal reden? Mach ruhig. Nee, nicht draufgehen. Nicht treten, reden. Meister? Was ist schon? Red mal, Jung. Wie lange bin ich schon hier?
So gut wie 18 Jahre. Werde ich also bald 18? Ja, sehr bald. Vielleicht wirst du was Besonderes machen können am Geburtstag. An einen Platz gehen, der dir vorher versagt war. Wirklich? Fühlt sich ein wenig hoffnungsvoll. Vielleicht wird dir der Zauberer etwas Freiheit gewähren. Ja, ich glaube, mein Turm könnte mal ein bisschen geputzt werden. Aber wenn dir das nicht passt, dann könnte ich dir was? Könnte ich deine Zeit abkürzen? Na, der gemeint, meine Zeit dir zu dienen? Nein, deine Zeit auf dieser Welt. Er ist halt echt ein Herzchen. Schnuckelchen. Ja, wunderbar ist er. So, und jetzt? Melanin will gerade nicht reden. Hat keinen Bock zu reden. Na dann halt nicht. Gehen wir jetzt noch hier rum. Sweepen ein bisschen. Kehren. Upp-di-dup-di-du. Und warten drauf, dass er wieder weggeht. Aber er meinte, wir sollten seinen Turm mal... Nein. Er hat gemeint, dass wenn wir 18 sind, vielleicht mal woanders hin dürfen, wo sonst eigentlich nicht hin dürfen. Okay. Nämlich in seinen Turm. Weil der mal geputzt werden müsste. Nicht einfach so. Ich dachte, wir müssen jetzt nach oben. Nee, sein Turm ist woanders. Sollen wir noch die Chicken füttern gehen? Haben wir doch schon. Ja, aber was machen wir denn hier? Haben wir der Katze eigentlich schon Haar ausgerupft? Ich glaube, oder? Ich müsste gucken gehen jetzt in unser Versteck. Das ist Melanins, dieses Haustier. Ist nicht nah genug dran. Wieso bin ich denn nah genug dran? Nimbly, you grab the nasty cat by the scruff of its neck, avoiding its needle-sharp claws. And now that you have it, what are you going to do with it? You manage to pluck some fur before he viciously scratches. Du schaffst es, ihm Fell auszureißen, bevor er dich zerkratzt. Ja, ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee war, weil da Männern ja wach ist. Das stimmt. Und so. Oh, stimmt. Deshalb weiß ich jetzt nicht. Versteck's schnell. Vielleicht schaffen wir es ja ohne jetzt gleich. Da war aber nochmal klimpflich hier, ne? Soll man nennen. Ich habe beschlossen, mal auszugehen. Heute ist der Menennen bei mir eine Mischung aus Saarländer und Kölner. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist bei Fasching. Ja, weil Karneval ist. Menennen. Menennen. Hallo, Ela. Hello, Olaf. Oh, hör auf. Ich hasse Karneval. So, dann gehen wir aber auch nochmal auf Tour, ne? Wenn er weg ist. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich ganz nah am Rand gehe. So wie du das eben so schön getan hast. Ganz nah am Rand, dass wir nicht runterfahren. Weil wir ja nicht so schlau sind. Also wir sind ja schon, er ist ja schon ganz schlauer. Das ist halt nur, das mit dem Gehen ist schwierig. Ah, das war bei Graham halt auch schon die ganze Zeit so, ne? Das ist ja viel zu wirklich halt gerade Linie gedacht. Da war Guybrush immer schlauer. Ja, das stimmt wohl. So, wenn man jetzt diesen Weg runtergeht, dann war geradeaus ja das Haus der Bären. Sollen wir mal nach rechts gehen? Probieren wir mal aus. Links war diese Wüste. Gucken wir mal, was ein bisschen so rechts sein könnte. Sehr abwechslungsreiche Natur da. Ja, ne, ist schon interessant. Grün und, und Berge und alles grün Wüste. Und Bäumchen, oh, und dann direkt Wüste. Oh, das sieht ja interessant aus. Ist da? Da ist eine Möwe. Die Möwe ist fort. Und wir haben einen angeknabberten Fisch. Das ist echt Fisch? Tatsächlich. Du hast jetzt weggeklickt, was da stand. Ich konnte gar nicht lesen. Ich wollte nur wissen, was Fisch. Ich will nicht wissen, was.
Genau. The fish must have been on dry land for a considerable amount of time already. Ah, okay. Der Fisch lag schon eine Weile an Land. Da ist ein wunderhübsches Aroma. Ja, ja, ja. Aroma. Ole, ole. Soll man hier mal reingehen? Ja, geh mal in den Laden rein. Das ist ein Hund? Nee, doch, da. Das ist was. Schönen guten Tag, junger Mann. Was kann ich dir Gutes tun? Grüße, was verkauft ihr denn? Ich habe ganz tolle Sachen, die interessieren können. Zum Beispiel habe ich eine Ledertasche. Sehr schön anzusehen. Irgendwas sonst? Viele verschiedene Sachen, die Ihnen vielleicht bedürfen könnten. Sehen Sie sich nur das Regal an. Dann guck dir mal das Regal an. Ich möchte mir das angucken. Ein haariger Hund. Haarig. Wenn wir jetzt schon Katzenhaar haben, dann brauchen wir schon auch noch Hundehaare, oder? Ja, wir werden belohnt mit einer Handvoll. Molted hair. Okay, Salz, Fischöl. Was ist Lard? Schmalz. Schmalz. Schmalzschmier. I've got some dusting to do. Let me know if you need anything. Ja, ich muss Staub wischen. Sag mir, wenn du was brauchst, mein Junge. Ich habe eh kein Geld im Moment, also kann ich mir wahrscheinlich auch nichts leisten, ne? Wahrscheinlich nicht. Geh mal in die Taverne da. Ach so, ich will jetzt. Okay, ich wäre in die Taverne gegangen. Jo. Dann geh hin. Wir müssen nur die Zeit im Auge behalten. Oh. Etwas für dich, was soll es sein, mein lieber Herr? Vielleicht ein bisschen Ale, ein Rum? So ein Schnückelchen wie du? Was verkauft ihr hier? Ich meine, was für Getränke verkauft ihr hier? Getränke, was für Getränke verkauft ihr? Ah, jetzt redest du meine Sprache. A language. Also den feinsten Likör, den wir hier haben, ja. Ein Rum. Ja, du bist ein echt Schnuckelchen. Also sie dachte erst, wir wollen sie kaufen, oder was? Ja, sie hätte uns einige andere Dienstleistungen angeboten, aber es hätte ihrem Ehemann wohl nicht so gefallen. So weit. Giggidi. Also das Instrument sieht nicht mehr sehr bräuchlich aus. Nee, das sieht aus, als würde es da nicht hingehören. Out of place, also ein bisschen. Aha. Was macht eine Laute? Soll man die nehmen? Man kann die einfach nehmen, oder? Versuch mal, ob man die... Soll ich mal kurz speichern? Ja, speichern mal, bevor wir hier Ärger kriegen. Mach am besten... Taverne. Soll ich 4 machen? Nee, mach Taverne, oder mach was du willst. Willst du Taverne. Mit vielen E's. Taverne. Gut. Dann nehmen wir die. Vielleicht. Ich glaube, das. Kann ich dir da helfen? Ich habe mich gefragt, was Instrument daherkommt. Ja, so ein junger Kerl kam mal in langer Zeit vorbei. Etwa dein Alter. Vielleicht etwa dein... Etwa so alt wie du, so hat mein Papa mal gesagt. Ah. Hat dieses Ding da gespielt. Kann man denen das irgendwie auffangen? Noch so eine Schüssel. Was auffangen? Ah ja, das, was da läuft so rausplätschert. Ich weiß nicht, ob es Rum ist. Ale oder Rum muss es ja sein. Irgendwas Trinkbares. Versuch's mal. Nee. Kann man nicht. Ich weiß nicht, ob es hier was gibt. Kannst du die Geige nehmen? Oder die Laute? Ja, wollte sie ja nicht. Probier's nochmal. The barmaid looks like she can handle anything from rowdy patrons to sneaky thieves. Nee, besser nicht. Die Barfrau sieht so aus, als ob sie sich mit allen anlegen kann. Yep. Mit Rowdies und sonst was und auch mit dir. Mit allem halt, ne? Ja. Weiß nicht, gehen wir mal da runter. Die hat Haare auf der Zähne. Haare.
Ja, das ist ja auch ein sehr haariges Spiel. Better speaker Haare, language. Vielleicht brauchen wir noch ihre Haare. Das sieht anders aus, oder? Ja, das sind irgendwelche Früchte, würde ich sagen. Ah, Mistletoes. Mistelzweige. Du brichst sie ab und eins ab und nimmst es mit. Ach, ich glaube, wir gucken uns noch ein bisschen mehr in dem Ort um, wahrscheinlich besser. Ne? Es war nicht so schlau, darunter zu gehen. Ich esse ein Geäst und trinke ein Getränk. Getränke-Dings. Was ist denn das da? Hm? Oh, das ist der Library. Eine Bücherei und die ist zugenagelt. Ah, da, guck mal. Siehst du das hier? Kommt bestimmt hoch, oder? Könnte man probieren. Da also Not. Ich glaube, durchs Fenster kommst du rein. Due to a decline in literate members, this library is closed. Weil es keine Mitglieder gab in der Bibliothek, hat die Bibliothek geschlossen. Hat sich keiner dafür interessiert. Konnten wahrscheinlich auch die wenigsten da an diesem Fischerstädtchen lesen. Ja, die hatten nicht alle die richtige Language. Wäsche. Probier's mal mit der Hand und benutzen. Ja. Oh Gott, hoffentlich kommen wir ja nochmal richtig zurück. Despite the fact that the window is ajar, it will not open wide enough to allow. Despite the fact that the window. Es öffnet sich nicht weit genug, damit du dich durchbrechen kannst. That window is ein jar. So eine Idee. Fenster einschlagen? The window doesn't appear to be fully closed. Sieht nicht so aus, als wäre es komplett geschlossen ist. Also es ist ein Spalt offen. Einst, der Stolz der Stadt, wurde die Bibliothek nun vergessen. Nein. Ja, aber wo ist denn da, muss da dann irgendwo was sein, wo ich anfassen kann? Oder nicht? Entschuldigung, wenn ich da so rumklicke, ihr Lieben. Aber ich denke mir halt, dass ich das da irgendwie aufkriegen muss. Mit einem Messer das Schloss umgelegt, also den Haken. Genau. Und dann kann man das hinkriegen. Ach, guck mal da. Schöne Bücherei eigentlich, wenn die mal so aufgeräumt wäre und so, ne? Speichern am besten mal. Oh, Entschuldigung. Kann ich gleich das... Ja, ne? Ja, Taverni. Mit der Library. So, was machen wir jetzt hier? Weiß nicht, gucken wir uns mal an. Dieses Buch liegt da schon mindestens 20 Jahre. Ja. Was ist das für ein Buch? Oh, es ist blau. The book from the library looks similar to the books that line the shelves of Menenens. Es sieht ähnlich aus wie die Bücher, die in Menenens Regalen und Bücherregalen liegen. Nice. Rows of knowledge, local and wide, sit lost to an apathetic audience. Rows of knowledge. Reihen von Büchern und Wissen sind da, doch das Publikum dafür ist nicht vorhanden. Es gibt sehr viel, aber vor allem musty air. Also ein bisschen Schimmel in der Luft. Hm. Benutze einfach mal die ganzen... Kannst du mal lesen, oder? The book from the library looks so. Dann benutzen, wenn ich das lesen will. Oh, today, day one. Oh! Heute bin ich schon Menenens Berg heruntergegangen. Auch wenn er mich ohne Zögern morden wollte, ist das Einzige, was ich bereue, dass ich so lange gewartet habe. Was ich gelernt habe. An diesem Tag allein. Die Stadtmenschen sind nicht die die schlimmen Kreaturen, die er praktisch dich glauben gemacht hat. Only the outcast refrains. Also nur die Aussätzigen sollte man vermeiden. Wahrscheinlich die in der Wüste da, ne? Mhm. Die alle haben Angst vor meinem Meister und verbringen ihr Leben in der Kälte seines Schattens.
Dieses Buch soll ein Tagebuch sein, praktisch, von dem, was ich erlebt habe. Und es soll zeigen, dass ich now, dass ich mein 18. Lebensjahr erreiche. Mein Herr, mein Zauberer ill plans, schlimme Pläne für mich hat, ne? Mhm. Uiuiui. Tag 3. Ich glaube, dass meine Fürchte sich bewahrheiten. Man hält immer mal mehr und mehr ein Auge auf mich. Ich fühle mich wie eine Maus unter einer Eules Auge, ne? Aber ich habe das geschafft, Sachen zu sammeln. Korken, Gabeln, Steine, alles, was ich selbst mein eigen nenne. Ich habe der Barfrau versprochen, dass ich nochmal vorbeikomme. Also er freut sich praktisch über alles, was so sein ist. Und solange der lebt, versucht er halt, was er kann. Und er wird nochmal seine nächste Exkursion aufschreiben. Tag 4, 2 Stunden. Oh. So lange hat mich der Zauberer von der Küchenrafters, weiß ich nicht, also irgendwo hängen lassen. Von den Küchen, von diesen Balken da. Ja. Weil ich den kleinsten Fleck beim Saubermachen vergessen habe. Diese dumme Katze. Ach so, sie hat gewartet, kurz bevor ich fertig war, hat sie nochmal Asche auf den Boden gestreut. Ich muss weg hier. Wenn es auch nur ist, um mich selbst vor Kopfschmerz und Erniedrigung zu bewahren. Tag 6. Okay. Meine kurzen Trips sind riskant, aber auch nicht mehr no less regular. Jeder Tag bereichert mich mit mehr Einsicht. Heute war der faszinierendste. Ich habe mein erstes Schiff gesehen. So lange habe ich auf dem Pier gestanden und nichts kam. Die Schiffsmänner haben mich zur Taverne geleitet, wo ich mich dem Captain angeschlossen habe, ne? Wie nichts kam. Hä? Du hast gesagt, nichts kam. Ja, es stand immer auf dem Pier. Bewunderte die langen, die großen Maste und ja, Segel. Ja, aber er hat so lange da gestanden, ohne dass da was kam. Ach so. Ja. Die Seeleute brachten mich in die Taverne, wo ich den Captain kennenlernte. Soll ich mal gucken, wie die Zeit ist? Ist doch alles gut. Ich war nur gerade so, ich sollte mal gucken, wie die Zeit ist. Ja, wir sollten vielleicht uns mal auch mal auf den Weg zurück machen, oder? Ja. So, also praktisch die Seeleute waren nicht so begeistert, wie er geantwortet hat. Aber er muss wohl praktisch die richtigen Antworten haben, wenn man sich den Seeleuten anschließen möchte. Das ist, was ich da draus lese. Ne? Wir können es ja gleich nochmal zu Ende lesen, wenn wir in Sicherheit sind. Also, a week remains before I come of age. Nur noch eine Woche, bis ich 18 bin. Ich dachte, wir gehen jetzt erstmal zurück. Hast du eben gesagt? Ja, aber läuft ja anscheinend keine Zeit ab, wenn wir das machen. Soll ich da rausgehen, da wenigstens? Ihr das lieber? Ich hätte mich da nochmal weiter umgeschaut. Da gab's ja nichts mehr. Okay. Du bist gerade so aggressiv. Sollen wir mal da runter gehen noch? Es ist ja noch grün. Oder? Jetzt kannst du einfach nach oben gehen und da die Beine auswählen. Das ist immer sehr... kann ich gerade nicht. Muss ich noch da mal draufklicken, dass ich runter... Ja. Das kann sein. Ich habe mich eben auch gewundert, dass die nicht erschienen sind. Beinchen. Beinchen. Da ist die Höhle. Mit der Spinnenwebe davor. Oh. Aber wir können bestimmt nicht durch den Bach einfach durch. Speichere mal, bevor du es probierst. Es ist immer ein King's Quest, nicht, dass du da direkt wieder... Bach.
Ach. Na? Ah, doch, geht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Manchmal überrascht uns doch noch das Ganze, ne? Versuch mal mit dem Messer zu durchschneiden. Das größte Spinnennetz, das du je gesehen hast. Hm. Du schaust bei dem Gedanken, was für eine Spinne das wohl gewoben hat. Hm. Mit dem Messer? Anfassen? Der einzige Weg da rein ist dadurch. Ja. Matsch. Wir brauchen bestimmt auch noch Matsch. Feuchter Schlamm. Echt, du willst... Nee. Löffel. Ja. Ein Löffel Schlamm. Ein Löffel Schlamm. Nice. So, und jetzt? Willst du da reingehen? Und probier es aus. Ich würde mit dem Messer versuchen, das durchzuschneiden. Messer. Nein! Was? Warum? Ich lade dann mal wieder meinen Speicherstand, ja, bitte? Ne? Warum? Also wir nehmen auf jeden Fall einen Löffel Matsch, ja? Aber... Aber... Wer kommt denn auf die Idee, das Messer zu werfen? Ja, der soll es schneiden. Ja! Depp. Oh, schön hier. A waterfall cask. The flowers are pretty, but other. You can't use that item there. You can't. They would clash with your dirty. They would clash with your dirty. Ja, du hast auch einen dirty Look. Also die würden nicht zu unserem look. Schmutzigen Look passen. Hat er gesagt. Die Blümchen. Soll ich da in die Wüste gehen? Ja, aber die Frage ist, ich glaube, ist man nicht bei King's Quest auch schnell verdurstet, wenn man in der Wüste war? Ah, da ist eine Blüte auf dem Kaktus. Soll ich die nehmen? Ja, probier mal, ob du die nehmen kannst. Autsch. Nee, scheinbar nicht. Messer. Klick nochmal direkt auf die. Ah, mit dem geht's anscheinend. Er hat mich gesagt, die Haut von dem da war zu hart. Mhm. Wir nehmen mal nur ein Kaktusstück mit. Ne? Soll ich nochmal zurückgehen? Ist da am besten. Was? Das stimmt, das sieht so aus, ob da was ist. The hole is deep, much longer than your arm. Das Loch ist tief, viel länger als dein Arm. Ah, da ist eine Glasflasche am Grund. Krieg ich die raus? Mit dem Messer? Okay, also wir brauchen wohl irgendwas Langes. Oder sollen wir da einfach mal reinfassen? Greif mal rein. Ich kann nicht dran. Also muss man sich merken, wir brauchen wohl irgendwas, womit wir die dann nachher da rausziehen können, ja? Wir können die Flaschen nicht erreichen. Nee. Jetzt gehen wir zurück zu Männern ins Haus. Tun wir? Ja. Ich glaube, die dreht durch sonst. Wir müssen ja auch noch Sachen verstecken. Eben. Lass mich nur noch einmal gucken, was da rechts ist. Und dann gehen wir zurück zum Haus. Versprochen. Dann gehe ich nicht weiter. Da irgendwas? Siehst du irgendwas? Nö, ne? Mm-mm. Kann ich hier runtergehen? Was meinst du? Probier's aus. Scheint zu klappen. Oh ja, dann gehen wir hier hoch, ne? Mhm. Benutzen. Oh, irgendwie kriege ich das so besser hin, wenn ich da oben direkt hin. Dann mach das doch. Gehe.
Also du willst jetzt, dass wir zurückgehen, auch wenn jetzt noch die Zeit kommt. Okay, dann mach, wie du denkst. Mach, ja, ich wie weiß denkst. Halt nicht, wo wir sonst noch hin können. Das ist halt die andere Frage, ne? Ob das noch irgendwo Sinn macht, nochmal noch irgendwo hinzugehen. Dann geh noch mal ein bisschen, guck mal noch mal ein bisschen in der Wüste. Guck mal, ob da noch irgendwas ist. Aber wir sollten wirklich nicht so weit in die Wüste gehen. Da ist auch ein Loch. Aber da drin ist es zu dunkel, um irgendwas zu sehen. Soll ich speichern? Ja, speichern und greif rein. Loch. Boom. Ah, boom. Okay. Aber warum nicht? Du willst in nichts reingreifen, von dem du keine Idee hast, was da drin ist. Es könnte mit Ameisen gefüllt sein. Wir bräuchten irgendwie Licht oder sowas. Wir brauchen... Oh, vor ja, allem ich lauf hier schon. Er ist halt nur sehr langsam. Die anderen Gott sei Dank auch. Oh, wer ist das? Tage, die sind alle gleich. Ich habe keinen Plan. Mein Leben ist eine Shame. Schande. Bald bin ich ein Mann. Doch wenig weiß ich. Sollte es mich kümmern? Den Rest konnte ich nicht mehr lesen. Was stand da noch am Ende? Ja, von wegen, aber ist nicht so richtig. Grüße, das ist ein interessantes Dingsbums. Danke, aber ich habe es geschrieben. Ist aber noch nicht ganz fertig. Um was dreht es sich? Handelt es? Wovon handelt es? Es handelt von einem jungen Mann, der ein besseres Leben will. Ja. Aber ich suche nach einem Publikum, dem ich das vortragen kann. Sag, bist du beschäftigt? Ein bisschen. Schmerz tropft hinab. Tauscht sich gegen die Spiele. Für was sind sie da? Kann ich Hoffnung empfinden? Kann ich Freude empfinden? Ich habe nie den Geräusche gehört von, weil ich, er ist zu schnell. Er ist zu schnell. Es ist Gabe. Okay, wir gehen zurück. Wir kommen ein anderes Mal. Ja, ja, nein. Oh, hör auf zu reden. Tschüss. Da sind zwei Eichhörnchen gewesen. Ja, aber ich muss jetzt da weg. Da würde ich jetzt nicht hinklicken. Doch, er ist doch wohl, er geht da wohl hin. Also merke, wenn man da runterkommt, direkt links ist dieser Künstler. Nennen wir ihn mal Künstler. Der Poet. Der Poet, der Barde. Ob wir das noch schaffen, ob wir das noch schaffen. Wird schon. Lauf schneller! Er ist aber nicht schneller. Nein! Das ist echt nicht schnell. Ja, hopp rein mit der. Kaka, kaka. Öffnen. Öffnen. Die Spannung! Oh. Die Spannung! Die Bähnchen! Die Bähnchen! Lahme Bähnchen hat er. Sag ich dir, ey. Ab ins Zimmer. Oh, Mann. Nein. Ja, es sind drei Sachen, die ich verstecken muss. Ich weiß nicht. Weiter. Ja, ich mach ja schon. Oh Gott, es sind noch mehr Sachen als drei. Oh, du. Das fühlt sich nicht gut an. Oh, ist das spannend! Das fühlt sich nicht gut an. Und die Zeit geht so langsam. Oh, hopp. Mach Dinge. Ist alles? Das alles? Nee, da ist noch eins. Nee. Der Löffel. Oh, scheiße. Der Matsch. Na, ich vergessen den Matsch. Es ist nur Löffel. Der Löffel war schon vorher in meinem Inventar. Also bitte. Okay, jetzt ist alles gut, ne? Ja. Gehen wir da raus und machen so, als hätten wir was getan. Ne, jetzt kommt da der Gedönselchens irgendwann demnächst wieder. Wir gehen in unsere Küche, weil da arbeiten wir ja immer.
Das sollte ja nicht so schlimm sein, wenn wir da sind. Und ein bisschen kehren oder sowas. Und dann machen wir eine Pause. Oh, ja, ja. Was hat er? Ich hab Hunger, mach mir was zu fressen. Aber schnell! Da gehen wir einen Haferbrei jetzt, oder was? Brauchen wir den Haferbrei nicht für was anderes später? Ja, ich weiß nicht, wir haben sonst nichts, was wir ihm essen geben können. Weil da ist ja nichts mehr. Wir können auch gerade mal speichern und ich würde sagen, wir haben das Ende dieser Folge erreicht. Okay, gut. Und dann beim nächsten Mal füttern wir ihn. Genau. Und überlegen uns, was wir ihm füttern. Okay, dann machen wir das mal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüssili.